Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Erotische Geschichten. Holwan starrt Enigma an. Es sieht, dass sie Tränen in den Augen hat, dass sie mit sich ringt. Es sieht dieses Verlangen nach Wärme, dieses Verlangen nach Nähe. Und er spürt sein eigenes Verlangen. Das Verlangen, das er auch hatte. Das Verlangen, das er hatte, bevor er Fanny getroffen hatte. Dieses Verlangen, das man als Waisenjunge hat. Dieses Verlangen, nachdem man alleine gelassen wurde. Dieses Verlangen nach Nähe. Dieses Verlangen nach anderen Menschen. Dieses Verlangen, gehalten zu werden. Dieses Verlangen, mit jemandem zusammen zu sein. Die Welt eines Menschen zu erstrahlen. Der Mittelpunkt der Welt eines Menschen zu sein. Der Mensch, der für einen sorgt und für den man sorgt. Ein Mensch, der einem Ziele gibt, der einem einen Weg vorgibt, den man gemeinsam bestreitet, den man miteinander gehen kann. Emotionen, Gefühle, Momente der Vergessenheit und Momente der Unendlichkeit miteinander teilen kann. Emotionen, diese Wärme, Liebe zu verspüren, keine Angst mehr zu spüren, keine Angst mehr, dass man etwas verabsäumt, keine Angst mehr davor, dass das Leben so in der Art und Weise, wie man bis dahin gelebt hat, dass es alles bedeutungslos war, dass jeder Orden, alles, wofür man in seinem Leben gestrebt hatte, dass das alles sich in Rauch auflösen würde, dass es alles für nichts wäre und dass nichts von Bestand wäre. Das ist die Angst, die Holwan immer angetrieben hatte. Diese Angst, die ihn dazu bewogen hat, mehr im Leben zu sehen, nach dem Meer zu suchen, im Meer der Unendlichkeit. Dieses Gefühl der Leere, das man immer und immer wieder überwinden zu versuchen scheint und dabei trotzdem immer noch zurückfällt, zurück in den Punkt. Und er sah und er sieht diese Schmerzen in Enigma, dieses zurückgestoßen werden, dieses nicht genügen, irgendetwas, das man nicht zu besitzen scheint, ein emotionaler Krüppel zu sein, ein emotionaler Krüppel, der es nicht schafft, jemanden zu lieben, der die Worte von Liebe nicht versteht, der nicht versteht, wie er denn jemand anderen bewerben kann, wie er um jemand anderen werben kann, wie er die wirklichen Worte findet, was er zu ihr sagen kann, damit sie ihn versteht, damit sie versteht, was in seinem Herzen vorgeht, diese Sprache, die man unweigerlich sprechen muss, die so wichtig ist, um sich mitzuteilen. Doch das alles ist mit so vielen Schwierigkeiten verbunden. Mit Worten, mit Erfahrungen. Und für andere scheint es alles so selbstverständlich zu sein, darüber zu sprechen. Darüber sprechen zu können. Aus sich herauszugehen, die Gelegenheit zu
packen und diesem Menschen zu sagen, ich kann ohne dich nicht mehr. Ich brauche dich. Doch es gelingt nicht. Es versteht sich nicht. Warum? Weil man vielleicht es nicht sagen kann, verlegen ist, die Worte nicht herausbringen kann, weil man Angst hat, dass man dann auf eine neue Ebene geraten könnte, obwohl man doch jetzt erst so viel Vertrautheit mit der ganzen Situation gewonnen hat, mit dem, was Liebe genannt wird, mit dem, was man doch haben soll, mit diesem Verhältnis, das zwei Personen füreinander haben, dieses Verhältnis, das einem sowas wie Zuversicht gibt, Vertrauen gibt, Vertrauen in einem selbst und auch der Glaube, dass man doch liebenswürdig sei, dass man doch jemanden lieben kann unter gewissen Vorbehalten. Denn Liebe bedeutet ja auch, sich selbst im Klaren darüber zu sein. Und auch das Schlimmste an Liebe ist die furchtbare Erkenntnis, dass man eben dieser emotionale Kuppel ist, dass man nicht fähig ist zu lieben. Und das ist ja auch die Angst, dass der Partner, der so viel Hoffnung in einen gesteckt hat, der so viel Mühe in einen gesteckt hat, der auch voller Erwartungen ist, dass dieser Partner früher oder später sehen und verstehen könnte, dass hinter diesen süßen Worten, dass hinter diesen Schmeicheleien doch nichts ist, dass sich dahinter nichts verbirgt, dass das nur eine Maske, eine Fassade ist und dass dahinter jemand ist, der Angst hat, dass man eben die Leere sieht, die er als Mensch hat, die er als Mensch fühlt, die Leere, die dadurch entstanden sei, so denkt man. Dadurch, dass man eben in seinem Leben niemals sowas wie Zuneigung, Wärme und Liebe empfang. Und dadurch dieses leere Gefäß, aus dem niemand trinken kann, aus dem man nicht satt wird, der keine warmen Gefühle zulässt, der niemanden festhalten kann, der für niemanden da sein kann, weil Angst vorherrscht, weil man Angst davor hat, dass man sich verlieren würde, dass man in den Augen der einzigen Person, für die man wichtig ist und auch die einem wichtig ist, dass man in deren Augen gering geschätzt wird, dass diese Person sich enttäuscht, von einem abwendet. Ich habe mich in ihm getäuscht. Oder er ist nichts Außergewöhnliches. Er wird und er versteht Liebe nicht. Oder ich habe meine Zeit verschwendet. Ich hätte vielleicht mich besser umsehen sollen. Ich hätte vielleicht warten sollen. Warten für den auf den richtigen Mann. Warten auf die wirkliche Gelegenheit. Auf den Moment, in dem es Klick macht. Und mein Herz für die Person sich öffnet. Erblüht jemand, der mich lieben kann. So spielen die Menschen, verstecken die meiste Zeit ihres Lebens. Doch da, hier,
in dem Raum zwischen Holwan und Enigma, da waren die Masken gefallen. Denn für Holwan war Enigma nichts anderes als eine platte, dumme Frau, die nichts anderes wollte als körperliche Befriedigung zu erlangen, die nur nach diesem Reiz Ausschau hielt. Eine Frau, die platt ist. Eine Frau, die so keine tiefe Liebe hat. Und das ist alles, was er von der Maske sah. Und Enigma, sie wusste sich nicht zu helfen. Ihr ganzes Leben lang wuchs sie auf in dem Glauben, dass sie eben nicht genügt, dass sie eben anders ist, dass sie schwächlich ist, dass sie nicht begehrenswert ist. Denn auf Venus, was ist attraktiv? Auf Venus, was ist schön? Alles, das die Zukunft garantiert. Alles, was der Gesellschaft hilft. Alles, was der Gesellschaft starke Töchter gibt. Das ist attraktiv. Das ist begehrenswert. Und nicht kranke, schwächliche Frauen, für die das System so nur Platzhalterrollen zugeteilt hat. Frauen, die sonst nur Objekte sind, aus Fleisch und Blut, wo aber keine Emotionen mitschwingen, wo sich keine schönen Worte finden lassen. Frauen, die nichts Außergewöhnliches zu haben scheinen und die Gesellschaft sie alle aufgegeben hätte. Und Enigma, sie litt sehr darunter. Sehr, sehr darunter, nicht begehrenswert zu sein, hübsch zu sein, weil sie immer nur auf ihren Körper reduziert wurde und weil sie sich auch nur immer und immer wieder durch diesen Körper empfangen hat. Und es war ihre einzige, und es ist ihre einzige Möglichkeit, sowas wie Gutes zu erfahren, Emotionen zu erfahren, Selbstachtung zu erfahren, Wertschätzung zu erfahren durch ihren Körper. Denn auch wenn sie nicht als eine Frau gezählt wird, die eben der Gesellschaft auf Venus helfen kann, die starke Kämpferinnen hervorbringen kann, so glaubt sie sich doch attraktiv zu sein, schön zu sein, dass sie dadurch auch begehrenswert ist und dass sie doch auf Venus sehr vielen Frauen den Kopf verdreht hat, lesbische Frauen, ja, und sie hatte sich dort was eingebildet, dass sie eben auch attraktiv ist, dass sie eben auch begehrenswert ist. Doch hier und jetzt, Holwan sieht sie nur verächtlich an, hat für sie keine warmen Worte, kann für sie nichts wirken, nichts Warmes geben, keine Emotionen, Gefühle mit ihr teilen. Und es kommt alles anders, als sie es sich erhofft hatte. Und was hatte sie sich erhofft? Dass er vor ihrer Schönheit in die Knie fällt. Und sie hatte ja gerade Holwan ausgewählt, weil er so still und in sich verschlossen war, weil sie geglaubt hatte, dass er vielleicht durch diese ganze Maske sehen würde, dass er sie sehen würde, wie sehr sie das notwendig hat und dass sie doch mehr will, aber es irgendwie nicht gelingt, dass sie nur ihren Körper in den Vordergrund stellen kann und dass diese ganze Situation so aussieht, als ob sie nur
das eine wolle, doch sie will mehr, sie will emotionale Tiefe, sie will Wärme, sie will vielleicht auch Liebe. Doch es ist so schwierig, das alles zu sagen, vor allem zu einem Fremden. Und man hat doch auch dieses Begehren, mit jemandem zusammen zu sein, die Neugier, Angst und auch die Hoffnung, dass das vielleicht der wirkliche Mann ist, die wirkliche Person, mit der man dieses Gefühl erfahren kann, dieses unbeschreibliche Gefühl, von dem jeder spricht, doch es niemand wirklich zu erfahren scheint. Und sie steht vor ihm. Sie weiß nicht, wie sie sich fangen soll. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie ist in seinen Augen gefangen, reduziert, degradiert, als ob sie nun völlig entblößt wäre. Sie ist nicht körperlich nackt, sondern sie ist emotional noch nackt. Sie ist nur diese einfältige Person, die sich nur einbilden konnte, dass sie liebenswürdig wäre, dass sie begehrenswert wäre, dass man hier an der Fassade und an der Maske die wirkliche Person dahinter gewahr werden würde, dass das doch möglich wäre. Und dass das Begehren, das man füreinander hat, dass das nichts anderes als oberflächlich war. Und war sie denn wirklich an das? War sie denn wirklich einer dieser Frauen, die mehr als nur den physischen Akt wollte, die mehr als nur den Penis eines Mannes in sich spüren wollte? War sie denn so jemand, so eine, die sich trotz des Umstandes, dass sie von der Gesellschaft als unzureichend und krank abgestempelt worden war, dass sie trotz dieser Sache sich noch einreden konnte, überleben konnte, dass sie, indem sie sich einredete, dass sie durch emotionalen Tiefgang hätte, dass sie die Welt aus einer anderen Perspektive sehen würde, dass sie menschlicher sei. Menschlicher, weil sie Opfer dieser emotionalen Grausamkeit geworden ist. Diese Grausamkeit, die da besagt, man wäre unzulänglich, man wäre nicht auserwählt, man wäre nicht Frau genug. Und mit all diesem Verwehren, mit all diesem ausgeschlossen sein, kommt auch irgendwie das Gefühl, dass das Leben endet, dass das Leben nur bis zu einem gewissen Punkt hinkommt und danach löst es sich auf, wie die Spuren an einem Sandstrand, die vom Meerwasser durch Ebbe und Flut hinweggeschwemmt werden, aufs offene Meer sich verlieren und niemand mehr weiß, dass hier einst jemand war, dass hier einst jemand gelebt hat, dass es hier einst eine Existenz von jemandem gab, von jemandem, der Hoffnungen hatte, geliebt wurde und der Liebe geben konnte, der sich verlieren konnte, der für jemanden da sein konnte und der jemanden erstrahlen und erfreuen konnte. Das alles kommt abhanden, das alles geht verloren. Und Enigma in dem Moment spürt ihre Wut, spürt dieses Verächtliche abgestempelt zu sein, spürt dieses Gefühl,
des Zurückgesetztseins, das sie ihr ganzes Leben gespürt hat. Dieses minderwertig zu sein, nicht beachtet werden zu müssen. Und sie hasst das System, auch wenn sie immer und immer wieder darin erzogen wurde, dass das System auf Venus doch gut sei, dass es für jeden dienlich sei, dass es das beste mögliche System für Frauen sei und dass Frauen es nicht besser tun können. Und sie hatte sich auch das eingeredet, sie hatte es sich einreden müssen, dass es gut ist, dass es für ein Wohl ist. Und was ist schon ein Opfer? Was ist schon ein Opfer? Was ist schon, wenn sie sich für das Gute, für das Wohl aller Frauen opfern kann? Was ist schon eine Person? Was ist schon eine Tragödie? Doch nun scheint dieses Opfer zu groß zu sein, scheint dieses Opfer unerträglich zu sein. Für wen opfert man sich? Für eine grausame Gesellschaft. Für wen opfert man sich? Für andere oder für sich selbst, damit man den Glauben an eine gute, gerechte Welt nicht verliert. Und was opfert man? Man hat es ja noch nicht erfahren. Was ist diese Liebe? Dadurch, dass man eine Zukunft hat, Liebe, dadurch, dass man für eine Gesellschaft da sein kann, ihr Kriegerinnen geben kann, ihr eine Zukunft geben kann, dadurch wertgeschätzt wird, ist das Liebe. Verliert man das oder gibt es eben nichts anderes mehr als diese Liebe, als diese Liebe der Gesellschaft, als diese Beachtung, als diese besonders Stigmatisierung dieser Gesellschaft? Ist es das Einzige, was man hier bekommt, was man als Frau bekommt? Und doch scheint da irgendetwas zu fehlen, doch scheint man irgendetwas verlustig geworden zu sein. Etwas ganz Spezielles, etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, von dem jeder spricht, doch das niemand wirklich erfahren hat. Was auf Venus irgendwie nicht möglich sei, weil man anders denken würde, wo Liebe mit all diesen Prämissen und all diesem Wenn-Aber-Dann verbunden ist. Man ist nicht so, man lebt nicht mehr so wie Frauen in anderen Planeten. Man ist an, das Frau ist an, das und Frau muss sich auch so dementsprechend verhalten. Sie muss sich auch nicht verbiegen. Und daraus kommt ein Zwang, anders sein zu müssen. Ein Zwang, irgendwie etwas Besonderes sein zu müssen. Doch man hat immer noch nicht die alten Emotionen entdeckt. Man hat immer noch nicht verstanden, was Liebe ist. Man hat immer noch nicht verstanden, welche tiefen emotionalen Schichten in einem Herzen sind, in einem Gefühl sind. Alles ist noch im Eins, im einer Schritt, im Eins, im Single. Die Melodie dieser Liebe scheint alles so monoton zu sein, scheint irgendwie nicht vom Fleck zu kommen. Und Enigma spürt diese Wut, dass da eine Barriere sei, eine Barriere, über die sie nicht hinweg kommt. Barriere der Erfahrung, Barriere der Sinnlichkeit, Barriere der Lust. Sie bleibt an dem gleichen Punkt stecken. Dort, wo sie eben nur auf den Körper reduziert wird. Dort, wo sie eben nur der Besitz von jemand anderem sein kann und sich dabei nur gut fühlen kann.
da durch körperlich für jemanden reizend zu sein, jemanden eine Erektion zu ermöglichen. Für jemanden nur diese Frau mit breiten Hüften, großen Busen und vollen Lippen zu sein. Doch nichts anderes. Und dahinter, was ist dahinter? Und man scheint wieder auf dem Boden fest verankert zu sein, nicht fliegen zu können, nicht seine Emotionen schweifen lassen können, nicht durch Gedanken an die Zukunft und auch die Vergangenheit sich selbst zu verlieren, mit den Gedanken, mit dem emotionalen Vergessensein, mit dem Unwissenden, mit dem Unbekannten sich zu vermischen, sich zu verlieren. Das sind alles Erfahrungen, die sie nicht zu machen scheint. Denn sie scheint, Enigma redet sich das ein, sie ist dann nichts anderes als dieses Einfältige, als diese einfältige Frau, die sich das alles nur eingebildet hat, dass es so etwas gäbe, dass es so etwas wie tiefes emotionales Begehren gäbe, etwas, das jenseits des Körpers ist, jenseits nur dieses Verhältnisses zwischeneinander, jenseits der Bewegungen von Objekten in einem Raum, jenseits der Mathematik oder der mathematischen Verständlichkeit. Und sie ist wütend, sie ist hasserfüllt, sie ballt die Fäuste, sie blickt auf Holwan, der emotionslos Feuer steht, Holwan, der an eine andere Frau denkt, Holwan, der sie gering schätzt, Holwan, der diese schöne Frau nicht mal beachtet. Und das ist das Schwierigste. Das sind die Männer, die Enigma immer zu vermeiden versucht hat, die durch einen hin durchsehen können, die, wenn sie durch einen hin durchsehen, nichts als Leere sehen, nichts als Hoffnungslosigkeit sehen, nichts als dieses Geringe und gering geschätzte, diese gering geschätzte Frau sehen. Sie ist wütend, sie ist hasserfüllt. Sie tritt nahe. Sie ist sich nicht darüber sicher. Soll sie in Ohr feigen, soll sie ihn brechen, soll sie ihn daran erinnern, dass er Sklave ist. Und sie erinnert sich selbst daran, dass er ihr ausgeliefert ist, dass sie mit ihm machen kann, was sie will. Eine grausame Neigung offenbart sich in ihr. Sie will das Objekt, das ihr so viel Schmerz zufügt, dieses Objekt, das nichts anderes für sie übrig zu haben scheint als Verachtung, sie will es zerstören, sie will es leiden lassen. Leiden lassen, so wie sie gelitten hat. Sie will es spüren lassen. Sie will ihn spüren lassen. Was es heißt, unzulänglich zu sein. Was es heißt, nicht begehrenswert zu sein. Wo sogar jedes Lächeln, jede Freundlichkeit in einer Gesellschaft nichts anderes ist als eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige der Gleichgültigkeit. Wenn deine Hände und deine Arme nicht jemanden oder irgendetwas festhalten können, sich an nichts klammern können. Wenn du hoffnungslos bist und verloren bist, sie möchte sie spüren lassen.
sieht ihm tief in die Augen. Noch einmal gewinnt sie ihr Selbstbewusstsein. Sie ist eine starke Frau. Sie ist eine begehrenswerte Frau. Sie ist nicht eine Frau, die sich von Männern emotional einsperren lässt. Sie ist eine Frau, die unabhängig ist. Sie ist eine Frau, die niemanden braucht. Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will. Und auch wenn sie oberflächlich ist, dann soll sie eben oberflächlich sein. Leben wir nicht von Moment zum Moment? Ist das nicht Krieg? Ist das nicht gerade der Zeitpunkt, wo man sein Leben und alles verlieren kann, wo das Schicksal einen treffen kann, wo jeder Plan, jedes Haus, jede Fassade, die man Ziegel für Ziegel aufgebaut hatte, wo das alles verloren gehen könnte, wo das alles sich im Nichts auflösen könnte. Ist es nicht jetzt der Moment, wo man alles ohnehin schon verloren hatte, wo Krieg das Hässliche in einem Menschen hervorbringt, wo Krieg die Grausamkeiten in einem Menschen hervorbringt? Für wen hält man sich noch alleine an den schönen Schein? Für wen poliert man noch die Maske, die Gesellschaftsmaske? Und sie ist wütend, denn die Masken sind nun gefallen. Sie ist gekränkt. Sie blickt ihm tief in die Augen. Du bist ein Gefangener. Das ist, was sie hervorbringen kann in ihrer Wut. Holwan, der sehr nahe zu dieser Frau steht, ihre wunderschönen, vollen Lippen sieht, diese Augen sieht, die Hass verzerrt ihn anblicken, aber trotzdem noch mit so viel Schmerz verbunden sind, die mit so viel Leben verbunden sind, diese Gesichtszüge, diese Haare, diese Falten, diese Sorgenfalten, die sich in ihrem ganzen Gesicht sich verstreut haben. Diese Lippen, die nie so etwas wie Liebe empfangen haben, die nie geküsst worden sind, leidenschaftlich geküsst worden sind, die nie verzehrt worden sind, die nie mit Liebe verzehrt worden sind. Und dieses ganze Gesicht, das nie mit Liebe übersät worden ist, mit leidenschaftlichen Küssen. Und diese wunderschönen Augen, die die Zukunft sehen können, die die Zukunft von zwei Liebenden sehen können, deren Möglichkeiten, deren Leidenschaft. Und diese Augen, die wie als eine Bestätigung der momentanen Lust wirken. Niemand hatte diese Augen jemals geküsst. Niemand hatte in diesen Augen in den Spiegel der Zukunft geblickt. Niemand hatte sich als ein Teil dieser Zukunft gesehen. Niemand hatte mit dieser Frau eine Zukunft geplant, mit dir gemeinsam eines Weges gehen vorgestellt. Und er sah alles in den Augen. Er sah diesen Schmerz. Er sieht diesen Schmerz der Weltvergessenheit, diesen Schmerz, der tief sitzt, dieses Verlangen, geliebt zu werden, dieses Verlangen,
dieses Besondere, dieses Besondere gebraucht zu werden. Dieses Gefühl, für jemanden da zu sein. Er sieht das alles in ihren Augen. Doch sie ist immer noch die Fein. Sie ist immer noch jemand, der glaubt, dass er mit jedem tun und lassen kann, was er will. Sie ist immer noch eine Frau, die es für selbstverständlich hält und gehalten hat, dass sie mit jedem, dass sie ihn hierher holt, dass sie sich vor ihm entblößen kann und dass er vor ihr auf die Knie fallen würde. Sie ist immer noch diese einfältige Frau, die nicht wirklich jemanden lieben kann, die immer noch auf den Körper fixiert ist. Und er stellt sich vor Holwan, stellt sich vor, wie viele Frauen und Männer diese Medusa schon gefressen hat. Wie viele Lustknaben sie schon hatte. Wie viele Männer schon ihr verfallen waren. Und mehr spürte er es. Trotz ihrer Schönheit, trotz dieser wundervollen Lippen, dieser Augen und trotz ihres wunderschönen Körpers spürte er, dass er sich gegen sie wehren muss. Und dass es eine andere Möglichkeit gibt, Freude und Lust zu empfinden. Freude und Lust in den Gedanken an Fanny. Und so etwas wie Stolz zu empfinden. Stolz zu empfinden, nicht nur, dass man Equitus als ehrenhafter Mann vertreten hat. Stolz, dass man auch Fanny in Ehren gehalten hat. Aber auch Stolz dafür, dass man sich nicht herablässt, nur eine Nummer für jemanden zu sein. Noch ein Lustobjekt für jemanden zu sein, der dann einen vergessen hat. Seinen Stolz auch wahren kann, indem man sich nicht falsche Hoffnungen macht. Denn diese wunderschöne Frau, sie ist, und ihre Schönheit hat etwas Hypnotisches an sich. Ihre Schönheit hat große Anziehungskraft in ihr. Doch sie ist hohl. So denkt es sich Holwan. Sie ist hohl, weil er sich vorstellt, dass Enigma, diese wunderschöne Frau, nichts anderes ist als eine hohle Person, die nichts anderes will als Aufmerksamkeit, die nichts anderes kann, als nach Aufmerksamkeit zu lechzen und die nichts anderes kann, als Männer untertan zu machen, die wahrscheinlich auch noch dabei Lust empfindet. Und Holwans Antwort kommt geradewegs heraus. Dann werde ich als freier Mann sterben. Und diese Worte, Enigma hört Holwans Stimme zum ersten Mal. Sie ist fest und sie ist voller Zuversicht. Sie bricht die Stille. Sie durchbohrt die Stille. Und sie dringt in ihr Ohr, in ihren Kopf und hallt in ihrem Kopf wieder. Er würde etwas anderes vorziehen. Er wird sich hier nicht untergeben. Er wird sich hier nicht beugen. Er ist anders. Und in diesem Moment spürt sie so eine Anziehungskraft für ihn, für diese Stimme, für diesen Mann, der doch etwas Besonderes ist, der nicht vor ihr knien will, der sich nicht vor ihr herablässt, der mehr will,
vielleicht auch mehr. Vielleicht ist es doch jemand, der auch diese Emotion spürt, der dieses Meer verlangt, der auch sich danach sehnt, dieses Gefühl, dieses unbeschreibliche Gefühl der wirklichen Passion und Leidenschaft zu spüren und nicht nur physische Übungen rein und rausstecken. Vielleicht ist es jemand, der sich nach diesem Meer sehnt. Und auch wenn Enigma für einen Moment sprachlos ist, denn sie möchte ja, wollte, aber konnte nicht ihn spüren lassen, dass sie auch eine Frau voller Leidenschaft ist, dass sie auch eine Frau voller Träume ist, voller Pläne ist. Pläne und Träume von Leidenschaft. Sie konnte es ihn aber nicht spüren lassen. Es war nicht möglich. Sie konnte nicht aus ihrem Körper hinaus gehen und ihre Aura konnte nicht diesen Mann verführen. Es fehlte an etwas, es fehlte das Knistern in dem Moment. Und dieses Nicht-Können, dieses Nicht-Möglich-Sein fährt durch Enigma wieder. Diese Hoffnungslosigkeit, dass in einem Kopf man schon die Idee vorgefasst hat, diesen Wunsch, was man will, was man sagen will, was man tun will, aber der Körper und auch der Mund einem versagt, als ob es nicht gelingen würde, das wirkliche sagen zu können, als ob man die Sprache einfach nicht spricht, dass die Zunge dem Gedanken nicht gehorcht. Vielleicht, weil sie naiv sind, vielleicht so etwas wie ein Schutzmechanismus, der einen davor bewahrt, sich nicht völlig lächerlich zu machen. Enigma ist wieder Wut zersetzt. Ihre Gedanken drehen sich nur um den einen Punkt, dass sie als Frau zurückgesetzt wurde, dass sie nicht als attraktiv wahrgenommen wird, dass sie wieder eines dieser Frauen ist. Eines dieser Frauen, für die man nichts übrig hat. Und dann soll er eben denken, was er will. Dann soll er mich eben für ein einfältiges Weibsbild halten. Dann soll er mich eben für eine dumme, oberflächliche Frau halten. In dem Moment, wo Holwan vor ihr stand, sich gegen sie wehrt, von ihr nichts zu tun haben will, genau in dem Moment spürt sie auch diese große Anziehungskraft zu ihm. In dem Moment will sie ihn besitzen. Sie will sich ihm untertan machen, denn sie weiß sonst nicht, wie sie ihn halten kann. Diesen unabhängigen, starken Mann, der einen eigenen Willen hat, der bereit ist für was auch immer. Vielleicht hat er eine Freundin, vielleicht hat er jemand anderen, der bereit ist für sie, für diesen jemand anderen, sich aufzubewahren, der bereit ist, dieser Verführung zu widerstehen. Und dieser stolze, dieser starke Mann hat für Enigma so eine große Anziehungskraft. Sie möchte von ihm gemocht werden. Sie möchte von einem Mann mit starken Prinzipien begehrt werden. Sie möchte in eines dieser Kategorien fallen. In eines dieser Kategorien, wo man als begehrenswert und als wertvoll geschätzt wird, wo man sich vorstellt, dass das eine Frau ist, mit der man
sein Leben verbringen will, mit der man sich eine Zukunft vorstellen kann, wo jedes, jede Berührung, jedes Wort, jedes Zusammensein auf die Zukunft hin gerichtet ist, wo alles einem großen Plan zu folgen scheint, nämlich das glückliche Miteinander in der Zukunft, ein glückliches Zuhause miteinander bauen zu können. Und ist das nicht etwas, was man auch begehrt in einer Welt, die mit Tod, die mit Verlust geplagt ist, in einer Welt, wo es keine Zukunft zu geben scheint? Ist es nicht das, was man irgendwie auch begehrt, etwas von Bestand zu haben und mit und jemanden gefunden zu haben, der einem diese Zukunft gibt, diesen Bestand und all diese Emotionen und all das, was auf einen auf der Zukunft wartet, mit jemanden, und man diese Furcht überwunden hat, man nicht mehr Angst haben muss vor der Zukunft, vor dem Alleinsein, und man diese neuen Gefühle und diese Emotionen kaum noch erwarten kann, die man mit jemandem in der Zukunft noch verbringen wird. Und dass dieser jemand für einen da sein wird, egal im Guten oder im Schlechten. Dass dieser jemanden einen wirklich sieht, so wirklich sieht, wie man wirklich ist, und sich nicht danach wegdreht, sondern dieses wirkliche Ich auch als begehrenswert empfindet. Als jemanden, mit dem man zusammen sein will, für den man da sein will und den man leidenschaftlich begehrt, den man jahrelang und nach dem man schon das bekommen hat, nachdem man schon intim mit jemandem geworden ist, schon weiß, jeden Winkel des Körpers geküsst hat und schon ihn in- und auswendig kennt, dass man von so jemandem immer noch begehrt wird, dass so jemand immer noch erregend ist. Und dass so jemand immer noch einen erregen kann, das ist, was man sich wünscht. So dass Leidenschaft nie aufhört, so dass man immer und immer wieder etwas Besonderes für jemanden ist. Etwas Besonderes, weil man emotional mit ihm verbunden ist. Weil dieser Mensch in einem etwas ganz Besonderes entdeckt hat. Und dieser Gedanke, dass sie genau das nicht spüren wird, dass sie genau das nicht haben wird, füllt Enigma mit Tränen. Es zieht ihr kalt den Rücken runter. Sie fühlt sich gedemütigt. Gedemütigt von diesem standfesten Mann. Gedemütigt, obwohl sie Macht über ihn hat. Obwohl sie mit ihm machen und tun kann, was sie will. Gedemütigt von einem Gefangenen, der sich über sie gestellt hat. Der, so scheint es, mit ihr machen kann, was sie will. Und das stoßt ihr übel auf. Sie kann sich nicht mehr beherrschen. Sie ist wutentbrannt. Ihr ganzes Gesicht, dieses Schöne, dieses Edle, dieses Freundliche in ihrem Ausdruck, dieses Graziöse, alles wird verworren. Es verkrampft sich. Es verkrampft sich in Trauer, in Schmerz.
und in Wut. Sie blickt Holwan an. Sie blickt das Objekt an, das ihr nicht diese Befriedigung geben kann. Und was ist schon dabei? Was ist schon dabei, dass er sich ihr hingibt? Es ist doch nur der Körper. Und als sie diesen Gedanken denkt, als dieser Gedanke in ihrem Kopf Besitz ergreift, brennt er ihr auf der Seele. Denn der bestätigt ja dieser Gedanke, dass sie sich fragt, ja, was ist schon dabei, wenn er sich körperlich ihr hingibt? Dieser Gedanke bestätigt ja, dass sie scheinbar nicht fähig ist, wirklich Leidenschaft und Liebe mit jemand anderem zu teilen. Dass dieser Gedanke, diese Illusion, dass es mehr als nur physische Attraktionen gäbe, diese physische Anziehungskraft, dass es mehr als das nur gäbe, dass das alles nicht echt ist. Ist das nicht das Eingeständnis? Hat man sich da nicht etwas vorgemacht? Und diese Wut ergreift wieder Feuer. Und sie schreit ihn an, ich kann dich auch hinrichten lassen. Willst du das? Willst du das? Das Letzte, was du in deinem Leben siehst, mein Gesicht ist. Und sie glaubt, dass sie auf Equitus eine Freundin hat. Jemanden hat, für den er da sein kann, für den er sich opfert. Und irgendwie in ihrem Inneren, in diesem grausamen Zustand, will sie ihn, will sie diesen begehrenswerten, standfesten Mann dieser anderen Frau entreißen. Denn sie hält sich für eine bessere Frau. Sie hält sich, Enigma, hält sich für eine Frau, die einen standfesten Mann mit Prinzipien mehr wertschätzen kann als jemand anderen, weil sie eben in ihrem Leben niemanden gehabt hat, an den sie sich halten kann. Weil sie eben in ihrem Leben niemals so etwas wie Struktur und Anhalt gefunden hatte, ist sie davon überzeugt, dass sie es mehr verdient und dass sie es nicht nur verdient, sondern dass sie so einen standfesten Mann mit Prinzipien auch halten kann. Und was ist schon ein Mann? Und was ist schon, wenn Equitus einen ihrer Männer opfert? Einen haben die nicht Millionen. Und was ist schon das Leben von einem Paar? Was ist schon das Leben von einem Liebespaar, umgeben von Tragödien? Sie möchte, dass Holwan nur ihr gehört. Sie spürt ein tiefes Begehren, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ihn davon zu überzeugen, dass sie etwas ganz Besonderes ist. Und ihn lügen zu strafen. Sie stellt sich vor, eines Tages, wenn er ihr völlig ergeben ist, wenn er ihr verfallen ist, wenn er ihr nur schmeichelt, wie schön sie ist, wie sehr er sie liebt, dann wird sie ihn an diesen Tag erinnern, wo sie vor ihm stand, mit ihm zusammen sein wollte und er sie zurückgestoßen hat, wo er mit ihr nicht zusammen sein wollte. Sie wird ihn an den Tag erinnern und sie möchte, dass dieses Gesicht, das jetzt ausdruckslos sie anstarrt, dass dieses Gesicht irgendwann voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Begehren sich nach ihr verzerrt
Sie will ihn. Sie kann nicht mehr ohne ihn. Und sie hat sich in den Kopf gesetzt. Egal was kommt, egal was geschieht, ich werde ihn hier nicht weggehen lassen. Er gehört mir und nur mir allein.